Zuversicht. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden und auch ein Eintrag im Umgang mit Angst-Podcast. Heute möchte ich sprechen über Zuversicht. Zuversicht, da steckt das Name Sehen drin. Sehen ist etwas, womit man auch in die Weite schauen kann. Typischerweise, du riechst, was direkt in der Nähe ist, du schmeckst, was in der Nähe ist, du hörst oft mehr das, was in der Nähe ist. Und Sehen, da kannst du die Nähe schauen, du kannst aber auch in die Weite schauen. Zuversicht heißt, du hast eine Sichtweise, die eine optimistische und eine positive ist. Zuversicht heißt, du weißt, langfristig wird alles irgendwo seinen Sinn haben. Es gibt verschiedene Formen von Zuversicht. Angenommen, du hast irgendwo ein tiefes Gottvertrauen, dann hast du auch die Zuversicht, irgendwann werde ich verstehen, warum das, was ich jetzt tue, auch langfristig sinnvoll ist. Zuversicht kann sich auch stützen aus gewisser Erfahrung. Also Menschen, die ein gewisses Alter haben, haben oft eine größere Zuversicht. Das ist oft auch ein Grund, weshalb Menschen, wenn sie etwas älter werden, auch größere Lebenszufriedenheit haben. Sie wissen ja, langfristig wird schon alles irgendwie gut sein. Menschen mit einer gewissen Lebenserfahrung wissen, auch Schwierigkeiten gehen wieder vorbei. Wenn du diese Art von Lebenserfahrung hast, hast du auch eine Zuversicht. Und selbst wenn Dinge schwierig sind und diese Schwierigkeiten nicht vorübergehen, weißt du, du wirst auch damit zurechtkommen. So kannst du langfristig eine gute Zuversicht haben. Die größte spirituelle Zuversicht ist natürlich auch das große Versprechen in der großen spirituellen Traditionen. Diese sagen nämlich, langfristig wirst du Gott verwirklichen. Langfristig wirst du eins mit Gott sein. Langfristig wirst du Nirvana erreichen, die Erleuchtung. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber in irgendeinem anderen Leben. Oder auch vom christlichen Standpunkt aus, mindestens vom Standpunkt der großen Kirchen, gibt es ja keine Wiedergeburt. Sie gehen nicht davon aus, dass es eine solche gibt, aber dort gibt es die Zuversicht, dass Jesus für die Vergebung der Sünden gestorben ist. Und wenn man daran glaubt, wird man das Heil erfahren. Auch hier eine religiöse Zuversicht. Wer diese Art von Glauben hat, bekommt eine gewisse Grundzuversicht, die ihm auch hilft, mit Ängsten besser umzugehen. So kannst du, egal welcher Religion du angehörst oder auch welcher spirituellen Tradition, davon ausgehen, ja, langfristig werden die Probleme des Lebens sich auflösen. Du kannst daran glauben und vor dem Hintergrund dieser langfristigen, ja, spirituellen Verwirklichung machen die kleinen Dinge auch einen gewissen Sinn. Yoga zum Beispiel sagt, alles was kommt, ist irgendwo gut zu deiner spirituellen Entwicklung. Jede Erfahrung macht ihren Sinn, auch wenn du es jetzt momentan nicht weißt. Ja, du kannst Zuversicht haben. Und du kannst manchmal auch überlegen, ja, das was vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gewesen ist, wie hat es mir geholfen zu wachsen? Welche menschlich wertvolle Erfahrung habe ich dabei gemacht? Und welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Manchmal hilft es, ein bisheriges Leben anzuschauen. Manchmal hilft es, sich bewusst zu machen, ja, ich bin mit dem, was bisher gewesen ist, gut gewachsen. Ich habe mich entwickelt. Und so kannst du auch davon ausgehen, und das ist eine große Zuversicht, auch das, was mir jetzt passiert, auch daran werde ich wachsen. Was auch immer geschieht, ich wachse daran. Diese große Zuversicht kannst du haben. Und du kannst auch zu dir selbst so sprechen. Ja, ich habe gute Gründe, jetzt Ängste zu haben. Ja, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und ich weiß nicht, was passieren wird. Aber ich weiß aus der Tiefe meines Wesens, was auch immer geschieht, es wird zu etwas sinnvoll sein. Ich werde daran wachsen. Und auch wenn ich jetzt gute Gründe habe, Ängste zu haben, und auch wenn ich jetzt gute Gründe habe, jetzt irgendwo zum Teil verzweifelt zu sein, vielleicht sogar richtig verzweifelt zu sein, tief im Inneren habe ich die Zuversicht. Alles, was geschieht, macht seinen Sinn. Langfristig werde ich über alle Schwierigkeiten hinauswachsen. Diese Zuversicht kann ich haben. Ja, überlege selbst, ob es irgendeinen dieser Ansätze gibt für Zuversicht, die dir helfen können, mit Angst besser umzugehen, Angst zu überwinden, über Angst hinauszuwachsen. Ja, das waren ein paar Anregungen zum Thema Zuversicht als Hilfe, über Angst hinauszuwachsen, mit Angst besser umgehen zu können, Angst zu überwinden. Mehr Informationen über Zuversicht und auch Umgang mit Angst auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.
Dort findest du ein Suchfeld, dort kannst du eingeben, zum Beispiel Angst, Angst überwinden, Angst Podcast oder auch Tugenden Podcast, Tugenden Vorträge oder Zuversicht oder jeden beliebigen anderen Begriff. Du findest einige Informationen, einige Anregungen und hoffentlich einige gute Inspirationen.